Die Velohändler haben momentan viel zum tun. So viel, dass kaum jemand Zeit für ein kurzes Interview gehabt. In der Corona-Zeit haben die Leute das Velofahren wieder entdeckt. Oder Gerald Bartel von Bike Garage in Tresa merkt der Veloboom. Im Moment ist es so, dass wir eine gesteigerte Nachfrage haben nach Velo. Das ist ja so. Es ist auch in anderen Medien zu finden. Hauptsächlich im Bereich E-Bike. Was ich beim Frühjahrstart feststelle, dass wir auch sehr viele Kinder- und Jugendvelo brauchen. Und vor allem eine sehr große Nachfrage an Service- und Reparaturarbeiten hin. Also Werkstatt ist stark ausgebucht. Ja. Wenn so viele Leute auf das Mal das passende Velo suchen, kann es schnell mal zu Lieferengpässe kommen. In letzter Zeit habe ich festgestellt, wieder eine Nachfrage nach sogenannten Muscle- oder Purebike. Wobei die Situation ist die, dass eigentlich nichts mehr lieferbar ist, die Lager sind leer. Was sich aufgrund dessen manifestiert, dass man im Vergangenen natürlich Stillstand in den Werken hat. Wir haben verschobene Lieferketten, das heißt, die Produktionen laufen nicht rund. Und wir haben also zum Teil bis in Herbst die Lieferfristen. Wer sein Traumvelo schon vor Corona gekauft hat, der kann jetzt schöne Wetter geniessen und eine Tour machen.